Mein Selbst ist rein gedanklicher Natur, denn ich kann mein Selbst nicht von Gedanken trennen und dann anschauen. Ich kann das Selbst, die Erinnerung von mir, nur als Gedanken vorbei taumeln sehen. Also gibt es gar kein Selbst. Wenn es keine Gedanken gibt. Und selbst die Gedanken sind nicht permanent. Schwupp, Gedanke da, schwupp, Gedanke weg. Gedanke von einem Selbst taucht auf. Gedanke von einem Selbst ist wieder verschwunden. Und dann gibt es noch die Interpretation, dass Denken mit Wünschen, mit Wollen gleichgesetzt ist. Wenn es kein Wollen, kein Wünschen gibt, kein Wollen, gibt es auch kein Denken. Wenn ich nicht wissen will, wer ich bin, wenn ich nicht wissen will, was das Universum ist, warum das Leben so ist, wie es ist, warum, ich will wissen, sind Gedanken da. Gedanken, Gedanken, ja, Gedanken. Es ist völlig nutzlos, dieses Wissen. Für das Selbst, das nur rein gedanklicher Natur ist, das wieder ein Programm laufen hat, das es einen Vorteil bräuchte, ist das Wissen, dass das Selbst nur gedanklicher Natur ist, völlig nutzlos. Es ist der Tod des Selbst. Und ohne Gedanken kein Selbst. Ohne Gedanken keine Sprache. Nun, wozu das Selbstgespräch? Braucht es einen Grund? Nein, nichts braucht einen Grund. Auch das Nichts braucht keinen Grund. Der Grund hat keinen Grund. Es gibt keinen Grund dafür, dass das Verbalisieren und das Denken stattfindet. Warum denkst du? Warum denkst du? Denkst du überhaupt? Gibt es einen Denker? Bist du nicht etwas Gedachtes? Und die Gedanken denken sich von selbst? Sie sind schon gedacht. Keiner denkt sie. Und der Gedanke, das sind meine Gedanken, ist auch nur ein Gedanke, der schon wieder keine Bedeutung hat.